Das ist eigentlich vom Wall Street Journal ein Videobeitrag. Und zwar, man ist jetzt nicht, ist wahrscheinlich nicht sehr aufschlussreich zum Beginn, dass die Microsoft Xbox eigentlich diesen Konsolenkrieg verloren hat. Und halt, dass Microsoft, man erkennt es halt jetzt an diese Game Pass, Ultimate Game Pass etc. halt jetzt dann eigentlich voll auf Cloud-Ding setzt. Also das ist jetzt dann die große Hoffnung für Microsoft, dass sie da quasi jetzt Sony schlagen können. Ich meine, natürlich logisch für Microsoft, macht total Sinn, weil ja mit der Konsole haben sie es eigentlich nie geschafft. Und ich muss selber auch sagen, also ich habe jetzt dann, ich habe eine relativ günstige Aktion für GeForce Now kriegt für 6 Monate und das geht jetzt noch bis Februar oder sowas. Und ich habe mir jetzt auch den Game Pass einmal von Microsoft für den PC dazu geholt, weil die sind mittlerweile kompatibel untereinander. Und ja, das funktioniert eigentlich ziemlich butterweich. Ja, es ist ja bei mir auch so. Also Konsole kommt für mich so oder so gar nicht mehr wirklich in Frage. Wenn ich etwas habe, was so ressourcenhungrig ist, dass ich unbedingt am Fernseher oder am PC das spielen will, dann schalte ich meinen PC ein. Und sonst spiele ich zum Beispiel auch nur noch eigentlich ausschließlich auf dem Steam Deck. Ja, und das wird halt da, das wird in Zukunft halt da cooler werden, weil Handhelds. diese ganzen integrierten Grafikkarten mittlerweile halt so viel besser mit jeder Generation werden, dass ich da auch glaube, dass man da in Zukunft nicht mehr das große Problem haben wird, das bei einem größeren Screen Genau, anzustecken. ja. Und damit ist für mich im Moment, weil ich mir ja überlege, ob ich mir noch so einen Gaming-PC kaufe. Aber ich glaube, das werde ich auslassen, weil ich glaube, das wäre ziemlich verbranntes Geld im Moment. Was jetzt? Der Gaming-PC selber. Also sowas wie du kennst, einen richtigen Tower. Ja, okay, ja, das stimmt, ja. Das glaube ich, wär ziemlich verbranntes Ja, Geld. High-End-Gaming wird so nie aussterben. Das wissen wir eh. Also, die, die sich da um 4000 Euro im Ja, hi. PC zusammenbauen wollen, die werden es auch weiterhin tun. Aber alles andere. Die Frage ist, ob es halt notwendig ist, weil was ist jetzt mein Riesenvorteil davon? Gaming, ich kann über GeForce Now 4K streamen. Ja, stimmt. Also. Und da muss ich halt dann sagen, puh, also und du siehst ja 4000 Euro PC, wie lang ist denn der dann auf dem aktuellsten Stand? Zwei Jahre. Also wenn wir jetzt reden davon, du willst jedes neue Spiel auf maximaler Stufe spielen, ja. Zwei Jahre. Ja, dann bist du wahrscheinlich, ich hast du schon Glück gehabt beim Kaufen. Weil was kommt nach 4K? Na klar. Ja. Ja, das stimmt schon. Ja, das schon, ja. Und weil ich meine, es ist ja schon ein Unterschied, ob du Full HD spielst oder 1440. An der benötigten Grafikklasse schon, aber ja. Ja, das meine ich. Das meine ich. Also da merkst du halt, das ist halt exponentiell noch, was du Da muss bessere man sich Hardware halt brauchst. immer fragen, also vielleicht kommt es mit dem Alter, aber ich sehe den Unterschied so nimmer. Sag Full K, ja, okay, das sieht Ja, man. okay, ja. Also das, ich meine, es kommt jetzt auch natürlich auf die Eben. Größe des Displays drauf an. Jetzt auf dein Steam Deck, ja, da brauche ich Da keine brauche ich auch 4K. keine Full HD. Na, das Na. brauchst du nicht. Da kommst du wahrscheinlich mit Ja, und 720p das hat locker zum. drüber. Also Ja. 1280 mal 800 hat es. Also 16 zu 10 Display. Und also, das ist vollkommen ausreichend. Ja.
Das würde ich auch sagen, das reicht dann. Ja, also deshalb den Ansatz von Microsoft da verständlich, natürlich, weil die jetzt Cloud-Geschäft halt auch aufs Gaming übertragen, wo sie relativ gut drin sein. Selber mittlerweile, ich bin großer Fan von diesem Cloud-Gaming, was ist. Ja, das. Ja, sicher. Warum nicht? Also vor allem, es ist halt das, was halt echt das Schöne ist, du loggst die ein und du startest das Spiel. Genau, ja. Es ist nichts zu installieren, ich muss kein Update installieren, ich muss gar nichts machen. Das stimmt. Und beim Windows-PC hast du eigentlich bei jedem zweiten Neustart irgendein Update. Ja, ich meine, okay, außer GeForce Now wird abgedatet, ja, okay, das ist halt die einzige Sache, aber der Rest läuft. Also ich brauche mich nicht drum kümmern. Okay, ja, stimmt, ja. Und ich meine, ich habe jetzt als Beispiel auch City Skylines. Das Spiel für an. Das ist so hart. Spiel. Einen normalen PC hätte. Ja, ich weiß, hätt's wirklich, weil genau aus diesen Gründen habe ich mir es bis jetzt noch nicht besorgt, weil es nicht sonderlich sauber laufen soll. Es ist anscheinend, ich meine, ich kenne es jetzt leider und da läuft es halt butterweich. Ja, genau. Und das ist halt cool dann, also weil ich starte und kann spielen. Ja, und das, so geht es mir eigentlich auf dem Steam Deck auch. Ich habe keine unerwünschten Updates. Das Steam Deck, ich schalte es auch gar nicht wirklich aus. Das ist wie ein MacBook, was man lockt oder zuklappt. Wenn ich weiterspielen will, klicke ich wieder einfach auf den On-Button. Zack, ist Spiel im laufenden Betrieb wieder da. Ja, Und eh. irgendwann kriege ich einfach oben eine Notification. Ja, es wäre eigentlich da wieder mal ein Update da. Ja, passt. Dann starte ich es halt einmal neu und das dauert 2, 3 Minuten. Dann ist alles installiert und fertig. Ja, das, das Was ist ziemlich. halt dazu kommt, ist halt so wie immer bei den Spielen, du hast halt Updates. Mein Debian hat jetzt bei Chief. Play, wie heißt es? G Now? GeForce Now? GeForce Now wegfallen. Also Ja, da klar, wird es da wird macht sie alles sein. Nvidia für die. Genau, ja, eben. Also das ist halt cool. Und sogar, was das, was ich auch super finde, wenn du diese DLCs oder so was von für alle Spiele. Also das ist nicht, dass du da irgendwie dann eingeschränkt bist. Das Einzige, was natürlich nicht geht, Mods kannst du keine installieren. Ja, okay, ja. Zugriff Du auf hast, ja, den du hast nicht PC, wo zwingend das einen drauf Zugriff auf rennt. den Ordner. Also, Ja, ja. genau. Okay, ja, das stimmt allerdings, ja. Ich meine, ich möchte nicht wissen, Viel? Nein, nein, das stimmt schon, ja. jetzt weiß man, warum die Grafikkarten und alles so teuer Ja. ist. Du sagst's. ist das? Also, bin gespannt. Also, finde ich cool. Also, bin mittlerweile großer Fan davon. Verstehe. Ja, so wie ich halt jetzt ein Fan von Handheld Gaming bin, weil es ist, wie gesagt, einfach via Handy oder via MacBook einfach einschalten, aufwachen lassen, weiterspielen. Das ist eine Frage von 2 Sekunden. Und ich hab mir auch jetzt unlängst, damals habe ich auf der PlayStation habe ich es angefangen, das ist jetzt schon viele, viele Jahre her, No Man's Sky. Das haben wir jetzt auf Steam Deck draufgehauen. Herrlich. Ich flackt. Leg mich hinter aufs Sofa und. Schlaf sofort ein. Na, und du forschen und suchen und craften und dingseln. Also, es ist wirklich das einzige Crafting-Spiel, was mich interessiert.
weil neues Exploration-Setting, das Star, das Sternen-Planeten-Erkundungs-Setting halt. Ja, ist ganz Genau cool passt, gemacht. ja, eben, ja. Ist ganz cool. Und ja, und wie gesagt, also ich hab jetzt seitens Steam Deck, hier müsst ihr mal nachschauen, aber es sind sicher bei die 200 Stunden Spielzeit mittlerweile drauf. Also 60 Stunden, glaube ich, sind Ja, allein das für glaube Horizon Zero Dawn drauf gegangen. Und dann halt das eine oder andere Game. Also. der Ja, aber das PlayStation ist schon ja schon ewig durchgespielt. her. Ja, und ohne die Extension. Und jetzt habe ich es eben mit der Erweiterung nur noch durchgespielt und noch ein bisschen weiter geforscht. Also, dass du das geschafft hast, das Spiel nochmal zu spielen, weil mir ist das am Ende immer schon gedacht, boah, hört das nie auf. Was, aber na, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sogar beim zweiten Durchspielen. Ich warte eigentlich, ja, Forbidden West, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ob ich mir das besorgen soll. Warte auf ein Sale. Ja, ich habe es eh in meiner Wunschliste drin, also ich warte definitiv auf ein Sale. Das muss aber. Also, sag mal, es muss unter 30 € kosten, dass ich mir das besorge. Also, aber Pfui. ich kann ein Jahr auch noch warten. Also, ich habe jetzt nicht so zwingend so einen Bedarf. Ja, Ich glaube war nicht, das. dass es ein AAA-Titel ist. Also, für mich. Also, weil, was ich so gehört habe und gesehen habe, haben sie den ersten Teil genommen und ein bisschen was dazu getan und ein bisschen was weggetan und. Mich stören ein bisschen so Sachen, die sie weggetan haben. Und ich mag nicht die ganze Zeit craften. In so einem Spiel, also in einem so einem Story-driven Spiel, mag ich nicht die ganze Zeit craften. Bei No Man's Sky ist es egal. Da ist das Craften Teil der Welt. Da gibt es auch keine Story im eigentlichen Sinn. Von dem her, ja, ich will nicht gezwungen sein zu craften. Das habe ich schon bei Fallout 4 gehabt, das habe ich schon bei Skyrim nicht sonderlich gern gehabt. Da war zumindest noch nicht so viel. Bei Fallout 4, wo ich meine erste sinnlose Basis habe bauen müssen und spätestens dann, wo ich meine sinnlose Basis habe verteidigen müssen, habe ich eigentlich keine Lust mehr gehabt. Allerdings habe ich das auch schon zweimal durchgespielt, also. Ja.